unbenutzt. Dann gehe jetzt bitte. Wie gesagt, ich möchte eigentlich niemanden umbringen, aber ich fürchte ja um meine Familie. Deswegen, vielleicht mache ich irgendwann mal spazierend meinen zweiten Durchgang, indem ich alles ganz anders mache. Jetzt machen wir es erstmal so, wie es der Kerle will. Okay, but you'll have to pay extra for the kissing. Ah, verstehe. Mach dir keine Sorgen, ich zahle extra. No. Okay. I promise you'll be satisfied. I'll be back in just a second. Denke ich nicht. So. Ich will jetzt eigentlich nicht unbedingt da reingehen. Der Kerl ruft auch nicht an, dass er irgendwie von mir bestätigt bekäme, dass hier ist passiert. Diese Tür hier war auf. Oh, ei, ei, ei. Was ist das jetzt? Wo bin ich jetzt? Okay. Ich dachte, der ruft irgendwie nochmal an und will bestätigt haben, dass sie da war, dass sie tot ist. Okay, ich habe das für so einen Psychothriller eher gehalten, das Spiel, aber jetzt wird es tatsächlich so Richtung Horror was, ne? Ich muss ja. Wo muss ich denn hin? Hier ist eine Tür offen. Weiß nicht, ob ich da lang sollte, müsste, könnte, wünsche, schönte. Egal. Ich renne jetzt erstmal geradeaus. Da hinten wird es eh ganz dunkel. Ich gehe davon aus. Hier geht's eh nicht auf, gell? Ich gehe davon aus, dass ich eh hier rein muss. Aber jetzt schauen wir erstmal da hinten, was da los ist. Wenn denn hier was los ist. Ja, so wirklich weitergehen tut's hier eh nicht, also. Was ist das denn? Solche Mundduschen eigentlich, oder? Egal. Schon ein bisschen merkwürdig hier, ne? Soll ich mal die Kerze nehmen? Ich denke schon, oder? Nee. Oder? Oh, da haben sie aber schlechte Schatten gemacht hier. Was ist denn das? Die Kerze kommt mir aber schon so vor, als sollte ich die nehmen, oder? Nee. So, ab und zu auf die Tasten gucken hier. Das ist mit der Tastatur. Wie gesagt, für mich höchst ungewohnt. Sollten wir diese Kerzen irgendwie einen Weg weisen? Nee, oder? Was mache ich denn jetzt hier? Und vor allem, wie lang mache ich das? Es will mir noch nicht... Die Musik... Die wird hier lauter. Tür hier vielleicht? Also ich verstehe gerade nicht ganz, in welche Richtung das hier gehen soll. Ich bin tatsächlich verwirrt. Es könnte sich jetzt hier herausstellen, warum das eine Stunde dauert. Ich renne jetzt hier wahrscheinlich noch eine halbe Stunde rum. Und dann war's das. Also mit diesen Kerzen, das ist mir nicht... so wirklich... Kann ich springen eigentlich? Ich kann mich ja ducken. Ach, hier geht's ja weiter. Hätte einer was gesagt. Okay. Gehen wir weiter. Bin mir aber noch nicht ganz sicher, wohin das führen soll.
ne? Das verstehe ich auch nicht. Jetzt wurde die Prostituierte wurde jetzt weggeulzt da mit der. Ich hoffe, die Tonabmischung stimmt jetzt noch. Die Musik ist schon recht laut. Dass man mich noch versteht, aber ich rede mal bewusst nicht, während sie läuft. Oder zumindest mal versuche ich es nicht. Ich bin immer noch nicht so wirklich mir im Klaren, was das jetzt hier werden soll. Ich kann auch nichts nehmen oder so, ne? Ich kann keine Gegenstände also in die Hand nehmen oder so. Ja, in der Wohnung konnte ich wenigstens noch irgendwie Sachen öffnen, ne? Geht hier ja nun nicht. Ich kann sagen, der rollt. Das sah aber nur so aus. Sohn? Wer ist hier? Papa? Oh oh. Ist da jemand? Also ich höre ja jemanden, aber wo ist er denn? Der Vater. Was ist das für ein Ort? Du bist doch tot. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, wer das ist. Im Moment erstmal. Und vor allem, wo er ist. Aber scheint, glaube ich, in die Richtung zu sein. Was ist das für ein Ort, hätte ich gern gewusst. Empty and solitary. Place you wouldn't want to find yourself in. Okay. Du hast es verdient. Du hast mich bei jeder Gelegenheit geschlagen. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann man hier irgendwie heraus? Ich weiß, wie gesagt, nicht, wer da mit mir redet. Es scheint aber der Vater zu sein. Wenn er solche Sachen hier vorschlägt, du hast mich bei jeder Gelegenheit geschlagen, könnte das eventuell so eine Geschichte sein, dass der junge Mann, den wir hier spielen, von seinem Vater geschlagen wurde, ne? Es ist ja recht offensichtlich. Ist er das denn da? Ist da vorne? Da ist jemand, ja. Kann man hier irgendwie raus? I'm afraid there's no way out. At least for me. Du kannst nur dir die Schuld geben. Vielleicht musst du einfach für deine Vergehen sühnen. Ich weiß ja nicht mal, was er getan hat, ne? Oder? Good to see you. Thank you for coming over. Jetzt habe ich da auf diese. Ah, fängt das wieder von vorne an. Wer sind sie denn da? Jetzt gucken wir uns hier mal genauer an. Ah, wir sind immer noch wie in so einem Rausch oder sowas. Du bist doch tot, wir haben uns lange nicht gesehen. Was ist das für ein Ort? Haben wir schon gehabt. Leer und einsam. Empty and solitary. Place you wouldn't want to find yourself in. Ich frage ihn jetzt, ob ich ihm irgendwie helfen kann. No, that's not possible. I want you to know, I'm sorry. Okay, es tut ihm leid. Du kannst nur dir die Schuld geben. Vielleicht musst du einfach für dein Vergehen sühnen. Du kannst nur dir die Schuld geben. Ja? That's true. Nothing can justify me. I'm even more happy you came here. Ja. Man wählt seine Eltern nicht aus. Erlernter Gehorsam. Ich habe ständig diese Reflexe. Ich habe keine Angst vor dir. Erlernter Gehorsam. Jojo. I didn't want to train you. I simply couldn't do it any other way. I was just a reflection of my father. Okay. Hat dich dein Opa geschlagen? Occasionally at first, and then every day. You know that story, don't you? Scheinbar. I just want you to learn from my mistakes. Ich bin nicht so wie du. Ich verstehe nicht, worum es dir geht. Ich mach mal, ich verstehe nicht, worum es dir geht. Stop pretending. The other day you hit Polly so hard you almost broke her arm. Daran kann ich kann mich daran nicht erinnern. Das war ein Unfall. Das stimmt nicht. Okay, Polly, Tochter oder Frau? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, Polly war die Tochter. Ich weiß natürlich nicht, ob er sie geschlagen hat. Es ging ja recht plötzlich los hier, das Spiel. Ich kann mich nicht erinnern. Because you were drunk, but she remembers it. Be careful, son. Monsters don't have reflections in mirrors. Okay.
Think about it. Maybe it's not too late for you. Okay. Okay, wieder Episode zu Ende. Merkwürdig ein bisschen das Spiel, finde ich. Ne? Hätte ich mir jetzt ein bisschen anders vorgestellt. Aber gut. Jetzt sind wir auch schon bei einer guten halben Stunde. Wo sind wir jetzt? Wieder zu Hause. Okay. Ist die Prostituierte noch hier? Ja, warte mal. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal von vorne an, ja. Da ist ein Lichtchen an. Ai, die hat's ganz schön weggehauen. Ja gut. Irgendjemand klopft hier. Ist das wohl an der Tür? Ne, das Telefon klingelt wieder. Ja. Du solltest doch nicht aufs Festnetz anrufen. Du solltest doch aufhören mit diesen Anrufen. Was wäre, wenn meine Frau abgenommen hätte? Oh je, was ist passiert? Machen wir mal, was ist passiert? Okay. Vielleicht eine so kleine Beziehung nebenher so am Laufen gehabt? Ne? Scheint ja ein bisschen so. This is important. I need to talk with you. Klingt aber eher nach Mutti. Du hörst dich an, als ob du sehr aufgeregt wärst. Wo bist du? Meine Frau ist zu Hause. Mein Handy habe ich auf der Arbeit gelassen. Wir sprechen morgen. Okay, eine Arbeitskollegin. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Ich mach mal das Erste. Du hörst dich an, als ob du aufgeregt wärst. Wo bist du? Oh, I'm home. I can't talk about it on the phone. I'm sorry. Okay. Also gut. Mal sehen, was haben wir denn bis jetzt? Eine Affäre ruft an, eine tote Prostituierte liegt im Bad. Ne? Die sollte vielleicht auch irgendwie mal weg. Schauen wir mal. Oh, die hat sogar ein Spiegelbild, oder? Sehe ich das richtig? Die hat sogar ein Spiegelbild, jawohl. Kann man ja von unserem Charakter nicht behaupten, ne? Aber ist ja auch nicht so schlimm. Hat sich in der Wohnung sonst irgendwas geändert? Irgendwas zu beachten? Jetzt sind hier Kerzen an. Kann man die vielleicht auspusten? Nee. Nicht. Okay. Weiß nicht, was machen wir denn jetzt? Was? Was ist das? Verstehe ich jetzt nicht. Bleib ruhig, ansonsten stirbst du. Wer denn? Ich weiß gar nicht, von wem der redet. Ist jemand im Bad? Nee. Ist jemand vor der Tür? Kann man nicht öffnen? Was ist denn das? Sicherung. Oh, guck mal. Vielleicht machen wir die mal alle an. Vielleicht ist dann hier wieder Licht in der Bude. Nichts. Okay. Bleib ruhig, ansonsten stirbst du. Kannst du irgendwie die Tür von innen öffnen? Da ist doch jemand im Schrank. Wer bist du? Bist du verletzt? Scheint auf jeden Fall geknebelt zu sein. Hör mir zu, alles wird gut. Ich werde dich irgendwie befreien. Sehr ruhig, wir möchten keinen weiteren Ärger. Hör mir zu, alles wird gut. Ich werde dich irgendwie befreien. Hm, ich habe keinen Plan wie, ne? Aber es ist ein Schrank. Wird da irgendwie gehen, ne? Ja, ja. Oh, Telefon klingelt. Haha, das wird eine Befreiungsaktion. Wir werden sie schon befreien, aber wahrscheinlich nicht auf die Art, wie sie es sich jetzt vielleicht vorstellt. How do you feel now? Nicht besonders. Und du? Besser als gedacht. Das ist nicht von Bedeutung. Schrecklich, ich habe einen Menschen getötet. Ich mache mal, das ist nicht von Bedeutung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der sich daran so ein bisschen aufgeilt. Ich will ihm gar kein Futter geben. Yes, it does. And I'm not talking about her. It's about your attitude. Next time, try being more focused. Mehr konzentrieren. Wir sollten dieses Spiel abbrechen. Es ist noch nicht zu spät. Du möchtest mir beweisen, dass ich böse bin? Du möchtest mich bestrafen. Rache üben?
Ja, vielleicht mal das erste, oder? Do you still think this is some kind of joke? After you've heard Polly's weeping on the phone? That's exactly your problem. You don't accept the truth, even if it's shoved down your throat. I almost forgot. You've drifted away for a while. Where have you been? War ein bisschen komisch drauf, ja. Ich habe mit meinem Vater gesprochen, das sollte dich nicht interessieren. Hattest du etwas damit zu tun? I prepared myself properly. Chemistry scheinbar. Is an amazing science. Now, Chemiker. Let's move on to our next step. Did you meet the girl who has moved to your closet? Hatten mal gesprochen. Das ist ein weiteres unschuldiges Mädchen. Vielleicht sind sie ja auch nicht unschuldig. Ne? Wir wissen es ja nicht. Vielleicht ist alles richtig, was wir tun. Und gerecht. Das Mädchen kennengelernt, naja. Soll ich sie töten? Wer ist sie? She's a prostitute too. My plan B, in case you didn't call for the first girl. Ah, okay. But I have to admit, you did a good job. So, maybe you won't have to kill this one. Lassen wir sie nicht länger warten. Erledigen wir das sofort. Vielleicht sollte ich sie wenigstens aus dem Schrank lassen. Sollte ich bewährt hast, sodass wir sie nicht umbringen müssen. Okay, lassen wir sie nicht länger warten. Erledigen wir das sofort. Vielleicht sollte ich sie wenigstens aus dem Schrank lassen. She would just be distracting you. For now, do something else for me. I think one of the outlets in the kitchen stopped working. You need to call an electrician. But be careful. We wouldn't want to make someone turn on the fuse box and fry the poor bastard. Okay, einen Elektriker bestellen. Und ihn, so wie es aussieht, töten. Die Sicherung habe ich ja bereits angemacht. Ne? Unwissend. Das scheint aber absolut keinen Effekt jetzt gehabt zu haben. Also gut, eine Steckdose in der Küche ist kaputt. Welche sollte das denn sein? Wahrscheinlich die da, oder? Die da oder irgendeine andere, die ich jetzt nicht sehe. Ja, was ist denn jetzt das Ende vom Lied? Soll ich da jetzt jemanden rufen, oder? Liegt hier irgendwie noch ein Hinweis rum? Das wäre ein Hinweis, wenn jemand kommt und das sieht, dann denkt er vielleicht, ich bin bisschen verrückt. Also natürlich nicht ich selbst, sondern der, den ich spiele, ne? Aber egal. Ja. Elektriker. Keine Ahnung. Gibt's hier einen Elektriker? Oh, guck mal. Ein Buch. Matterhorn. Was ist denn das? Komisches Buch. Ja, mach weg. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt gehe ich erstmal zurück zum Schrank. Da ist ja definitiv irgendwas mit, ne? Ist das Klo? Okay, ich habe gedacht, die Räume haben sich geändert. Das wäre ja der Horror. So, hallo? Geht aber immer noch nichts hier, ne? Weiß nicht. Elektriker, Steckdose. Ja, Licht wäre schon geil, ne, irgendwie. Also selbst wenn ich jetzt einen Elektriker rufen soll, wie soll ich das tun? Ist schon heftig, wenn man das hier unter einer Stunde schafft, ne? Finde ich. Leider ist die Beleuchtung jetzt gerade so kacke, dass ich die Bilder nicht angucken kann, aber das ist offensichtlich ein Kind, Polly wahrscheinlich. Das. Ja, wie gesagt. Beleuchtung jetzt gerade so bescheiden hier, dass man die alle nicht erkennen kann. Was mache ich denn jetzt mit der. Kann ich die irgendwie. Ja, genau, das Blut mal wegwischen oder so. Geht nicht, schade. Die Prostituierte mal wegräumen. Geht nicht. Runde duschen. Ah. Ah. Jetzt geht's mir auch gleich viel besser. Oh.
Ich würde das Wasser gerne wieder abstellen. Okay. Ja, die ist halt dann da. Elektriker? Vielleicht muss ich die Sicherung erst wieder hoch machen, damit ich den Elektriker rufen kann. Ich weiß es nicht. Ist noch ein bisschen zu blöd mir gerade, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Kühlschrank ist auch aus. Also mehr oder weniger offensichtlich soll ich doch einen Elektriker rufen, oder? Aber ich habe weder eine Karte von einem Elektriker. Ja, Klavier spielen kann ich super. Wie rufe ich denn jetzt hier bitte einen Elektriker an? Ist vielleicht noch in dem Koffer irgendwie eine Karte? Eine weitere? Wäre ja... Wäre ja... denkbar. Prostitute? Crouch? 700? 8181. Okay, da ist wieder die Nummer von der... von dieser Agentur. Es scheint keine Rolle zu spielen, ob die Sicherungen drin sind oder nicht. Vielleicht war das hier der springende Punkt, einfach mal die Tür zuzumachen, dass der Elektriker, wenn der hier vielleicht demnächst reinkommt, nicht zuallererst mal die Leiche sieht im Bad. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Freunde der Sonne.